Wie kann man dieses Spiel nur verlieren? Oder haben Sie gar nicht geguckt? Wir checken jetzt mal, wer in Hessen überhaupt in WM-Stimmung ist. Damit hallo zur Hessenschau. Ja, und wie ist das mit dem Kaufrausch zu Weihnachten? Wird es den trotz Inflation geben? Wir hören gleich Experten, die haben da eine Antwort drauf. Zu wenige Antworten dagegen gibt es von der Ausländerbehörde in Frankfurt. Dort sind rund 15.000 E-Mails unbeantwortet mit fatalen Folgen. Auch darüber berichten wir gleich. Ja, und apropos fatal, dass der Deutsche Fußballbund eingeknickt ist bei der One Love Armbinde, die ja für mehr Toleranz steht, das war für viele der letzte Tropfen, der das Fass der WM-Unlust zum Überlaufen gebracht hat. Eine prominente Hessin trug sie zwar heute im Stadion, die Binde, Nancy Faeser, die Bundesinnenministerin, aber die Mannschaft trug sie nicht. Die setzte ein anderes Zeichen. Ja, und was macht das alles mit den Hessinnen und Hessen? WM gucken oder lieber ignorieren? Diese Diskussion jetzt mit dieser Armbinde und allem, da bin ich raus. Das geht für mich irgendwie nicht. Durch das komplette Einknicken von den Mannschaften da mit der Binde gucke ich kein Fußball dann mehr. Ich gucke Fußball und bin auch sehr interessiert. Und ich finde, diese ganze Geschichte mit dieser Binde ist äußerst albern. Ich habe eine Doku gesehen, wie die Arbeiter, die das alles gebaut haben, behandelt worden sind, in welchen Umständen sie gelebt haben und wie es generell mit sexuellen Orientierungen da aussieht. Und das ist für mich, sind genug Gründe, um das nicht zu gucken. Sonst im Sommer überlegt man sich, geht man da hin, grillt man da, schaut man da Fußball. Und da passiert dieses Jahr irgendwie nichts, fehlt irgendwie der Antrieb. Weil einfach, es passt nicht zur Jahreszeit. Die ganze Spannung ist irgendwie weg. Es dreht sich ja jetzt nur noch ums Politische. Und Politik sollte eigentlich vom Sport wegbleiben. Das WM-Feeling ist eher bedrückt oder nicht vorhanden. Ich werde eher dafür kritisiert, dass ich die Spiele schaue. Das ist doch wirklich eine bemerkenswerte Entwicklung. Auch Public Viewings mussten wir ehrlich gesagt lange suchen, bis wir dann in Gießen fündig geworden sind. Aber ja, eine volle Halle sieht wirklich anders aus. Ein Setting, das irgendwie auch zum Ergebnis gepasst hat. Ein Public Viewing ohne Public. Wo ist das Publikum? Keine 50 Fans, nur die treuesten der Treuen sind gekommen. Jetzt anfangen zu boykottieren macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Die Jungs sind da, um Fußball zu spielen. Und das heißt immer, es ist schlimm, was da passiert ist, keine Frage, oder was da passiert. Aber wir sind halt hier, um Fußball zu spielen. Viele schauen aber mehr darauf, ob der Manuel seine One-Love-Binde trägt und wundern sich, was das sollte mit den vorgehaltenen Händen beim Mannschaftsfoto. Und dann ging es ja auch ein bisschen um Fußball, um das Spiel der deutschen Nationalmannschaft in Katar. Oder aber bewusste Verweigerung durch ein WM-Alternativprogramm zeitgleich in Gießen. Kicken statt glotzen. Oder doch glotzen, wie in der Hessenhalle. Wir leben in einem freien Land und da kann jeder hingehen, wo er möchte. Und wenn einer keinen Fußball schauen möchte, dann muss er das nicht tun. Und die, die hierher kommen, die wollen Spaß haben. Die interessiert eher der Fußball und nicht die Menschenrechte oder irgendwelche Verfehlungen, die da passieren. Die jungen Leute, die vor dem Gießener Rathaus ein Kleinfeld aufbauen, sehen das ganz anders. Parallel zum Deutschlandspiel soll hier Straßenfußball gespielt werden, aus Protest. Es sind viele Sachen, die wir kritisieren. Es geht uns um die Klimabilanz, es geht um uns die Frauenrechte, die Rechte für die LGBTQIA+-Community. Natürlich die ganzen, die 11.000 Toten, die bei den Arbeiten ums Leben gekommen sind. Genau, es gibt einiges zu kritisieren und wir können nicht verstehen, dass da eben die FIFA und der DFB wegschauen. Wegschauen oder hinschauen bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Die Fans in der Hessenhalle, die zur WM-Arena werden sollte, haben schließlich 4 Jahre darauf gewartet und dann das. Für mich kommt kein WM-Feeling richtig auf. Ich sitze hier in Winterjacke. Normal, keine Ahnung, sitze ich im Beachclub oder sowas und trinke ein kaltes Getränk und jetzt sitze ich hier in Winterjacke. In der nicht beheizten Halle. Kein so richtiges WM-Feeling also. Bei einem Public Viewing, für das Paul Degott kein Verständnis hat. Wir hatten uns schon damals gefreut, als die Stadt Gießen gesagt hat, dass sie eben kein Public Viewing machen. Und dass dann diese Marktlücke so gnadenlos geschlossen wird, finden wir auf jeden Fall sehr moralisch fragwürdig. Fragwürdig auch die sportliche Leistung. Eine Niederlage von 1:2 gegen Japan, ein Spiel zum Vergessen. Einmalig, nur diese Geste, eine bedeutungsvolle, meint der DFB.
auch ohne Binde. Politik hat nichts mit Sport, sonst wir machen alles kaputt. Und was die machen, die paar Deutschen mit dem Mund, für mich ist Quatsch. Binde einfach anlassen und dann, was auch immer dann passiert, in Kauf nehmen. Die FIFA ist und bleibt ja kein sauberer Laden. Und insofern ist es gut, dass es medial doch noch mal hinterfragt wird. Am Sonntag spielt Deutschland gegen Spanien. Vielleicht sprechen wir dann ja mal über Fußball. Ja, und jetzt sprechen wir erstmal darüber, ob, wenn schon kein WM-Fieber, dann doch wenigstens Laune zum Weihnachtsshopping aufkommt. Aber auch da gibt's ja Hürden. Hohe Mieten, teure Abschläge, Rekordinflation. Ist die Frage, ist da wirklich noch viel Luft für teure Weihnachtsgeschenke? Händler haben heute ihre Erwartungen bekannt gegeben, aber wir fragen erstmal die hessischen Konsumentinnen und Konsumenten. Das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt im Weihnachtsmodus. Für Umsatzstimmung ist gesorgt. Die Auslagen sind prall gefüllt. Es kann also losgehen. Aber sind die Hessen in diesen Zeiten denn schon bereit für den großen Weihnachtskaufrausch? Gucken Sie dieses Jahr besonders auf den Preis? Ja, tue ich. Ich hätte tatsächlich gerne einen kabellosen Staubsauger. Da habe ich jetzt fleißig geguckt, ob ich ein Angebot finde. Aber das ist wahrscheinlich jetzt dieses Jahr nicht mehr drin, leider. Meistens plane ich so mit 250 für alle. Und ist das weniger oder genauso viel wie letztes Jahr? Ein bisschen weniger natürlich. Also ich sag mal 150 Euro. Pro Person. Für Sie. Genau. Von mir für Sie. Geld wird also ausgegeben, aber mit Bedacht. Für den Einzelhandel also keine ganz leichte Situation. Ja, nachdem so seit Mai dieses Jahres so die Zahlen stetig aufwärts gehen, so nach der schweren Corona-Zeit, wir seit Mai steigende Frequenzen verzeichnen, hoffen wir, dass sich das auch jetzt bis in die Weihnachtszeit im Dezember weiter fortsetzt. Insgesamt ist die Stimmung optimistisch. Mit vielen Mietpartnern, mit vielen Shopbetreibern habe ich in der Zwischenzeit gesprochen und die Erwartungshaltung ist positiv. Das passt in etwa zu den Zahlen, die heute auf der Pressekonferenz vom Handelsverband Hessen bekannt gegeben wurden. Der Handelsverband prognostiziert für das Weihnachtsgeschäft bundesweit einen Gesamtumsatz für den Einzelhandel von 120,3 Milliarden Euro. Das entspricht im Vorjahresvergleich zwar einem Plus von 5,4%. Durch die Inflation entsteht preisbereinigt aber ein Minus von 4%. Der hessische Handel erwartet ein stabiles Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr bei herausfordernden Rahmenbedingungen. Das müssen wir ganz klar sagen. Es gibt Unterschiede in den Branchen, das ist auch wichtig, stationär, online. Aber unterm Strich sehen wir ein stabiles Weihnachtsgeschäft auf den hessischen Handel zukommen. Allerdings gibt es eine ziemliche Überraschung. Der Onlinehandel sackt ab. Im Onlinehandel gibt es erstmals zum Vorjahr ein Minus beim Umsatz. Für das Gesamtjahr sollen die Umsätze um 2,3% sinken, inflationsbereinigt sogar um 7,2%. Der Handelsverband interpretiert die eigenen Zahlen aber ein bisschen anders. Wir schauen da immer auf die vergangenen beiden Jahre und das sind die berühmten Corona-Jahre gewesen. Da ist der stationäre Einzelhandel mit allerlei oder mit vielen Beschränkungen auferlegt gewesen. Lockdown, Lockdown-Light, Einlassbeschränkungen, die 2G-Bändchen. Also müssen wir beim Onlinehandel natürlich auf das Jahr 2019 schauen. Und wenn wir auf das Jahr 2019 schauen als Benchmark, sehen wir einen starken Anstieg zu diesem Jahr. Dennoch ist Online-Shopping ohne Pandemie nicht mehr ganz so in und angesagt. Online habe ich eigentlich gar nicht erst geguckt, sondern bin eigentlich direkt hergegangen und habe dann geschaut. Alles in allem erwartet die Branche also ein stabiles Weihnachtsgeschäft, wenn auch mit leichten Abstrichen. Und wir wollen das noch vertiefen mit Hessenschau Wirtschaftsredakteur Alexander Schmidt. Alexander, die Online-Zahlen haben mich eben überrascht, weil einerseits geht das Volumen zurück, andererseits sagt der Handelsverband, nee, das ist irgendwie doch als Anstieg zu werten. Wie wertest du das? Es ist ein Anstieg, weil wenn man diese Zahlen, die wir jetzt haben, mit der Zeit von vor Corona vergleicht, damals lagen wir beim Online-Handel bundesweit bei rund 60 Milliarden Euro. Jetzt liegen wir bei knapp 85 Milliarden Euro. Das zeigt also ein riesiger Anstieg in zwei Jahren. Und der Trend geht ganz klar weiter nach oben. Und gleichzeitig haben die Innenstädte ein Problem, weshalb die Politik, der Staat, viele Millionen da reinpumpt, um die Innenstädte zu beleben, um das Shoppen attraktiver zu machen. Was hat sich da in Hessen schon verändert?
Naja, noch sehen wir wenig. Der Bund hat 250 Millionen Euro bereitgestellt, das Land Hessen 40 Millionen. Da passiert schon etwas. Ich habe heute Morgen mit der City-Managerin in Darmstadt telefoniert und sie sagte mir, naja, wir haben jetzt ein Programm aufgelegt für Darmstadt, das ist fast fertig. Und da sind zum Beispiel Bestandteile wie Quartiersmanagement. Das heißt, da wird ganz früh mit Vermietern und Mietern, mit Interessenten geredet, dass nicht der 14. Barbier Shop in einem Quartier nebeneinander entsteht, sondern dass die Quartiere gemischt werden, dass die Leute wieder reingelockt werden, wieder Lust haben und kommen und verweilen und Geld ausgeben. Und darum geht es letzten Endes. Muss man noch abwarten, offenbar, wie das Ganze fruchtet. Wie sieht es denn jetzt aus, Shopping-Tipp von dir? Sollte man jetzt erstmal beim Black Friday, der ja am Freitag ist, oder in dieser Black Week, die schon stattfindet, zuschlagen, da vielleicht alle Weihnachtsgeschenke kaufen? Oder kann man genauso gut auch dann im ganz normalen Weihnachtsgeschäft zuschlagen? Also ich würde raten, vorsichtig sein. Wenn ich etwas ganz Spezielles brauche, wir haben immer noch die Probleme im Handel, dass nicht jedes Produkt sofort geliefert werden kann, gerade wenn ich online bestelle. Das heißt, wenn es was Spezielles sein soll, dann sollte ich mich sehr frühzeitig drum kümmern, möglicherweise im Oktober oder November, damit dieses Produkt auch unter dem Weihnachtsbaum liegt. Und generell gilt, diese verlockenden Preise, die mir da suggeriert werden, ich sollte vorsichtig sein, sollte vor dieser Preisreduktion schon mal schauen, wie waren die Preise zum Beispiel im Oktober oder im September. Das kann ich mir ja alles in Preissuchmaschinen anschauen und dann sehe ich, ist das wirklich ein Schnäppchen oder wird mir das nur so dargestellt. Also jeden Rabatt gegenchecken. Genau. Gucken wir über Weihnachten hinaus. Es ist ja das große Problem mit der Inflation und da gab es vor ein paar Tagen die Nachricht, die Erzeugerpreise sind erstmals wieder gesunken. Kann man daraus ableiten, dass demnächst dann auch die Preise für uns Konsumenten wieder sinken werden? Man kann es eigentlich nicht. Alle, auch die Europäische Zentralbank, die führenden Ökonomen, wir stochern alle letzten Endes im Nebel. Wir haben eine gigantische Preisexplosion erlebt und es gibt einige, die sagen, na ja, so Erzeugerpreise, das geht nicht mehr ganz so steil nach oben und das könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Welle abebbt und dass die Inflation runterkommt. Aber da ist viel Wunsch im Spiel und wir müssen einfach die nächsten Monate abwarten, ob sie langsam runtergehen und wir alle Entlastung bekommen und wieder Geld in unserem Portemonnaie haben. Sagt Alexander Schmidt, unser Hessenschau-Wirtschaftsredakteur. Vielen Dank für deine Analysen. Dankeschön. Gerne. Der einstige Börsenstar und Stadtplanerbe Alexander Falk muss ins Gefängnis. Die Nachrichten mit Jennifer Siegler. Der Bundesgerichtshof hat die Revision von Alexander Falk verworfen. Somit gilt das Urteil des Frankfurter Landgerichts, das ihn zu 4,5 Jahren Haft verurteilt hatte. Falk hatte Kriminelle aus dem Rotlichtmilieu dazu angestiftet, auf einen Anwalt zu schießen, weil der eine millionenschwere Schadenersatzklage gegen ihn einreichen wollte. Hessen soll bis zum Jahr 2045 klimaneutral werden. Dafür hat die grüne Umweltministerin Priska Hinz ein Klimagesetz vorgestellt. Heute hat sie im Umweltausschuss Feedback darauf bekommen. Für die kommenden 2 Jahre sieht der Entwurf rund 1,8 Milliarden Euro für den Klimaschutz vor. Trotz der Summe sind die meisten Fachleute skeptisch, ob das Gesetz Wirkung zeigen kann. Für Umweltverbände und Wissenschaftler kommen viele der geplanten Maßnahmen nicht schnell genug. Die hessische Wirtschaft wiederum befürchtet zu viel Bürokratie und Zuständigkeitswirrwarr angesichts von Klimaschutzgesetzen der EU, des Bundes und jetzt noch des Landes. Der Hessische Bauernverband kritisiert die gestiegenen Tierarztkosten. Die Erhöhung sei nicht akzeptabel und werde dazu führen, dass einige Bauern sich eine tierärztliche Versorgung kaum mehr leisten können. Wegen der aktuellen Kostenexplosionen in der Landwirtschaft würden gerade die Nutztierhalter zusätzlich unter Druck geraten. Die neuen Gebührensätze seien teilweise 60% höher. Fast 4 Kilometer lang soll sie werden, mit 2 Tunneln und 2 Talbrücken, die Umgehungsstraße der B38 im südhessischen Mörlenbach. Wie das mal aussehen wird, können sich Interessierte seit heute in einem Infocenter anschauen. Mit einem Joystick können sich Besucherinnen und Besucher auf eine Reise ins Jahr 2027 begeben, denn dann soll die B38 fertig sein. Durch die neue Umgehung soll sich der Autoverkehr in Mörlenbach täglich um rund 2/3 reduzieren.
Die Kosten belaufen sich auf rund 100 Millionen Euro. Warten, das ist vor der Ausländerbehörde immer wieder Alltag und noch länger dauert es offenbar für all diejenigen, die eine E-Mail schicken. Unfassbare 15.000 E-Mails, das wurde jetzt bekannt, sind von der Behörde noch nicht beantwortet worden. Ja, ob ausländischen Managern oder Flüchtlingen, IT-Experten oder Taxifahrern, Tausenden fehlen deshalb wichtige Papiere. Er ist ziemlich verzweifelt. Shengming Chang ist Anwalt für internationales Recht in Frankfurt. Der Chinese wollte im August sein Visum bei der Frankfurter Ausländerbehörde verlängern. Erfolglos. Ein Ersatzdokument gab es auch nicht. Das war beruflich ein Tiefschlag, sagt er. Ich hatte einen Prozess zu Russland in Den Haag im Oktober. Ich konnte leider wieder niemanden erreichen. Ich habe etwa 70 Mails geschrieben, aber keine Antwort bekommen. Dadurch konnte ich an der Anhörung in Den Haag nicht teilnehmen. Wir treffen ihn vor dem Ordnungsamt selbst. Ein krasser Einzelfall? Mitnichten. Das ist unser Eindruck nach einigen Recherchen vor Ort. Wer in den Seiten der Stadt Frankfurt nach Terminen für das Ordnungsamt sucht, der wird auf Mails verwiesen. Wer Mails schreibt, wartet oft viele Monate auf Antwort. 15.000 unbeantwortete Mailanfragen gibt es aktuell. Dahinter stecken tausende Einzelschicksale. Fristen verstreichen für Aufenthaltspapiere. Viele fürchten um ihre Jobs, so Carrie Reddington, Mitglied im Frankfurter Ausländerbeirat. Er wird ständig um Hilfe gebeten, berichtet er. Das Problem habe sich in den vergangenen Monaten verschärft. Es geht um alles. Das ist was total Wahnsinn ist. Es geht um die LKW-Fahrer, das geht um die Restaurantbesitzer, die Küche, Pflegekräfte, ITler, Querbeet, der Taxifahrer. Seine Aufenthaltserlaubnis ist abgelaufen seit März. Und er wartet, niemand meldet bei ihm. Seit März. Der kann keine Telefon machen, der kann keine Credit machen, der kann dann nach Hause fahren. Es ist eine desaströse Situation vor Weihnachten. Es ist sehr, sehr traurig. Und das Problem ist für Frankfurt gar nicht neu. Schon 2017 und 2019 haben wir über Chaos und zu lange Wartezeiten berichtet. Vor dem Amt bildeten sich jeden Morgen ab 8 Uhr monatelang Schlangen. Der damalige CDU-Dezernent Markus Frank wollte Abhilfe schaffen. Bisher tat sich ziemlich wenig. Die Schlangen sind zwar weg, aber der Mailstau bleibt. Von 159 Stellen, die Frankfurts Ausländerbehörde hat, sind nur 104 aktiv. Der Rest ist entweder vakant oder Mitarbeiter sind krank. Alarm in der Stadt. Heute deshalb eine Pressekonferenz. Der Krieg, der Brexit, komplizierte Rechtslagen sind schuld, heißt es offiziell. Die Dezernentin räumt ein. Die Lösung liegt tatsächlich jetzt erstmal in erster Linie in mehr Personal. Also erstmal die Stellen besetzen, die unbesetzt sind. Zweitens, wenn wir weitere Stellen brauchen, müssen einfach jetzt erstmal abarbeiten und dann schauen, dass wir solche Dinge hinkriegen. Aber ansonsten, ich gebe Ihnen recht, es geht um Existenzen und wir müssen da ganz, ganz dringend sehr, sehr viel besser werden in der Stadt. Einige Anwälte sagen uns, es gibt für Betroffene nur einen schnellen Weg. Rechtsmittel einlegen, zu Deutsch klagen. Bei Shengming Chang half schon die Drohung damit. Ich habe einen Anwalt gefragt und der hat rechtliche Schritte angekündigt. Und in 2 Wochen hatte ich Antwort. Klar ist, dass der Antragsstau bleiben wird. Und bei der momentanen Personallage in der Frankfurter Ausländerbehörde könnte der Aktenberg erstmal sogar noch wachsen. Und wir bleiben in gewisser Weise beim Thema Personalmangel. Arbeite, wann du willst. Damit wirbt jetzt das Klinikum Bad Hersfeld. Das Angebot richtet sich an Pflegekräfte. Die sind ja oft sehr knapp, weshalb das eben jetzt mal ganz neu gedacht wird mit den Arbeitszeiten. Alles klar, der ist prima, ne? So, wenn es gerade von den Schmerzen her geht, würde ich Sie einfach mal auf die Bettkante setzen. Seit 25 Jahren arbeitet Sabrina Köhler als Krankenpflegerin. Alle Höhen und Tiefen des Jobs hat sie bereits durchlebt. Spurlos ging das nicht an ihr vorbei. Man hat bei mir eine chronische Schmerzerkrankung festgestellt, dass ich so über die Jahre hat sich die so geformt und die ist halt leider Gottes Stress getriggert. Nicht gerade günstig für den Beruf, den ich mache. Mit allen 3 Schichten. Ich habe jahrelang alle 3 Schichten gemacht mit einer Dreiviertelstelle. Ja, und habe dann irgendwann gelernt, jetzt musst du doch mal ein bisschen auf dich aufpassen. Zeiten zum Ausruhen und für die Familie gab es für die Mutter fast nie.
Mit dem Kopf war sie rund um die Uhr auf ihrer Station. Auf festgelegte Schichtzeiten war wenig Verlass. Zu oft musste sie kurzfristig einspringen. Diese Anrufe, komm her, ne, wir brauchen dich. Und dann lässt man an dem einzigen freien Tag, den man hat, noch irgendwie alles stehen und liegen und rennt an die Arbeit. Ne. Und irgendwann sagt die Familie dann auch, ist jetzt nicht ganz so toll, wir hätten dich ganz gern mal zu Hause. Und wie gesagt, zu Hause ging dann einfach nichts mehr. Doch damit ist jetzt Schluss. Sabrina Köhler ist seit einiger Zeit im sogenannten Flexpool des Klinikums. Eine feste Station hat sie nicht mehr. Sie ist von nun an Springerin und hilft auf verschiedenen Stationen aus. Immer dort, wo Bedarf ist, aber zu geregelten Wochenarbeitszeiten. Die darf sie sich selbst aussuchen. An deutschen Kliniken ist das noch selten. Der Mitarbeiter kann nach komplett freien Schichten und Zeiten und auch von der Verfügbarkeit her seine Angaben machen und wir teilen dann den Mitarbeiter auf die Station dementsprechend ein. Also der dient quasi so als Flexer, als Flex-Mitarbeiter und kommt dann quasi morgens hier ins Unternehmen und wird dann halt da, wo Ausfall ist, auf der Station eingesetzt. Damit das System funktioniert, kann nur ein kleiner Teil der Belegschaft das neue Modell nutzen. Bedingung: Die Anzahl an Stunden ist vertraglich vorgegeben und beinhaltet ab und zu Wochenendarbeit. Die Bezahlung bleibt gleich. Mit den flexiblen Arbeitszeiten will die Klinik vor allem eines: neue Mitarbeiter anlocken. Im Grunde eine gute Idee, sagen auch Experten. Da schwirren draußen Pflegekräfte rum, die man wieder einfangen könnte, die aber nicht zurückkommen, weil einfach die Arbeitszeiten nicht attraktiv sind. Und dafür sind solche Modelle natürlich gut, wenn sie gelebt werden. Viele Kliniken täten das nicht konsequent genug und kehrten früher oder später doch wieder zu den alten Strukturen zurück. Für Sabrina Köhler sind die Belastungen durch das neue System spürbar weniger geworden. Nun hofft sie, dass es auch gesundheitlich bergauf geht. In Kassel haben Grüne, CDU und FDP jetzt einen Koalitionsvertrag vorgelegt. Nochmal Nachrichten mit Jenny. Ihre Koalitionsverhandlungen seien erfolgreich gewesen, teilten die drei Parteien heute mit. Jetzt müssen die Mitglieder bei Versammlungen im Dezember darüber abstimmen. Eine Koalition aus SPD und Grünen in Kassel war im Sommer gescheitert. Das Frankfurter Städelmuseum hat den einstigen Malerstar des italienischen Barocks Guido Reni wiederentdeckt in der Ausstellung Der Göttliche. Diesen Beinamen hatte er nicht nur, weil seine Arbeiten so geliebt wurden, auch wegen seiner Motive, der christliche Himmel und die Götterwelt der antiken Mythologie. Seine unzähligen Bilder der Maria, die zum Himmel blickt, wurden später als Einlegeblätter in Gesangbüchern verwendet. Doch der Stern der katholischen Malerei sank im 19. Jahrhundert und mit ihm auch der von Guido Reni. Das Stadion der Frankfurter Eintracht wird momentan von gut 50.000 auf rund 60.000 Plätze ausgebaut. Und heute gab es eine Baustellenbesichtigung. Der Oberrang wird noch ein Stück nach unten verlängert. Dafür verschwindet dort ein Balkon mit über 60 teuren VIP-Logen. Platz für 13.000 zusätzliche Fans auf Stehplätzen. Vorstand Axel Hellmann betont, die Eintracht profitiere finanziell nicht von dem Ausbau, denn sie könne zwar mehr Tickets verkaufen, aber nur vergleichsweise günstige Stehplatzkarten. In der Grimmwelt in Kassel geht es ab morgen in der Ausstellung Unmöglich um die Magie der Wünsche. Dieser Baum ist ein Symbol für die Magie der Wünsche. Historische Zeichnungen zeigen Wünsche im Märchen, wie das verwunschene Dornröschen. Besucherinnen und Besucher können der Frage nachgehen, wie Wünsche wahr werden, aber auch, was ist, wenn Wünsche nicht in Erfüllung gehen. Die Ausstellung geht noch bis Juni 2023. Das war's von den Nachrichten. Zurück zu Daniel. Und da geht's jetzt um meine alte Schule. Ja, welche Schule das ist, das sehen wir gleich. Es geht um den Hessischen Wald. Der ist nicht gerade in einem Top-Zustand. 10% der Fläche ist geschädigt. Es klaffen, wie wir hier sehen, im Taunus wirklich große Löcher. Ja, was heißt das für die Zukunft? Schülerinnen und Schüler aus eben Jennys ehemaliger Schule finden, das heißt, wir müssen selbst anpacken, die Sache im wahrsten Sinne des Wortes selbst in die Hand nehmen. Statt Unterricht hieß es heute am Vormittag Bäume pflanzen, gemeinsam mit Hessenforst. Graben, füllen, antreten. Für die Zukunft. Insgesamt 3000 Bäume sollen hier in Königstein im Taunus gepflanzt werden. Eine Aktion der Schüler der Albert-Einstein-Schule in Schwalbach.
Warum Sie das machen? Weil ich mich natürlich für die folgenden Generationen einsetzen will, damit wir hier unseren Wald aufforsten können, der ja hier ziemlich leer ist in dem Bereich. Und das ist natürlich wichtig für unsere folgende Generation, für die Kinder, Enkelkinder, dass wir hier den Wald aufforsten. Und dass die ganzen Wälder dann hier pflanzen werden, dass vielleicht nach ein paar Jahren, wenn man hier mal einen Spaziergang oder dahin so macht, dass man so, dann so weiß, dass man ein Projekt von dem war und dass die ganzen Bäume dann so die eigenen Bäume sind, die man gepflanzt hat. Ich finde es halt toll, so Bäume zu pflanzen, das macht auch Spaß. Ein Generationenwald soll hier entstehen. Denn es wurden sogar weitere 180 Bäume gespendet. So viele sollen künftig für alle neuen Fünftklässler der AES gepflanzt werden. Hessen-Forst geht es noch um mehr als nur Bäume einpflanzen. Wir freuen uns immer über Unterstützung, auch in finanzieller Art. Aber ganz besonders wichtig ist gerade bei Kindern, Jugendlichen, Schülern, wenn wir denen zeigen können im Wald bei so einer Pflanzaktion, welche Herausforderungen mit so einer Pflanzung und Wiederbewaldung eigentlich verbunden sind. Und man hat ja heute ganz eindrücklich gemerkt, dass es relativ schwierig und anstrengend ist, gerade auf so schwierigen Standorten Pflanzen in den Boden zu bekommen. Und wenn die Schüler das mitnehmen, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, sondern dass man da etwas tun muss und auch aktiv für die Wiederbewaldung arbeiten muss, dann ist das schon voller Erfolg. Die erste Herausforderung heute Morgen für die Schüler samt Schulleitung: 5 Grad und Nebel. Auf einer Fläche so groß wie 1,5 Fußballfelder soll jetzt ein Mischwald entstehen. Das Geld haben die Schüler beim Sponsorenlauf alle auf zum Klimalauf eingesammelt. 30.000 Euro kamen zusammen und die Hälfte wird in die Bäume investiert. Ich finde das mega, dass aus einer kleinen Idee so etwas Riesiges generiert wird, was jetzt über hoffentlich Generationen weitergetragen wird. Ich werde auf jeden Fall jedes Jahr hier nochmal vorbeikommen und schauen, wie dieser Wald wächst. Jetzt nur noch ein Schutz gegen Rehe und Rotwild für die Bäumchen. Schafswolle. Das riecht und schmeckt nicht gut. Oder Holz gegen die hungrigen Mäuler. In ein paar Tagen werden alle 3000 Bäume stehen. Und irgendwann wird diese Lücke mit Bäumen der Albert-Einstein-Schule gefüllt sein. Und mit viel Glück stehen sie hier noch in einigen hundert Jahren. Und ich finde ja, eine ehemalige Schülerin sollte die Patenschaft für einen Baum übernehmen. Okay, ja, das bin ich jetzt wohl gezwungen, würde ich sagen. Ja, aber das mache ich doch gern. Ja, das ist doch schön. Und wir sind dann gern morgen wieder für Sie da. Tschüss. Dann war das dann.